Und da habt ihr ihn in Action gesehen, Kylo Rens TIE Fighter aus dem neuen Star Wars Film oder wie er richtig heißt, der Silencer, wie wir das mittlerweile ja wissen. Und hier haben wir das dementsprechende Lego Star Wars Modell davon, Freunde. Und damit erstmal herzlich willkommen. Das Teil werden wir heute gemeinsam zusammenbauen und uns mal anschauen, wie schick das Gerät im Endeffekt aussieht. 4 Minifiguren sind mit dabei, insgesamt 630 Teile. Und eine stolze UVP von 80 Euro laut Lego. Allerdings bekommt man das Gerät auch schon für 60 Euro bei Amazon, so wie ich euch das verlinkt habe. Ich habe sogar noch etwas günstiger bekommen für 30 Euro, da die Figuren gefehlt haben. Hier seht ihr die Anleitung, alles schön ordentlich sauber bedruckt. Auf 77 Seiten wird das Ding zusammengebaut, in 6 Tüten ist alles verpackt und ich habe hier direkt schon mal losgelegt. Und am Ende des ersten kleinen Bauabschnittes haben wir quasi das Grundgerüst unseres Cockpits und der Befestigung der Flügel für später. Sieht noch alles sehr unspektakulär aus, aber schon sehr schön solide gebaut. Also direkt geht das Ganze dann hier weiter und dort beginnen wir mit dem Zusammenbau der Flügelkonstruktionen oder zumindest der Teile, wo die langen, sehr langen Flügel ja später dann drankommen. Kann man hier schön sehen, das bekommt schon langsam so die Form von einem TIE Fighter. Hier haben wir auch ein paar Liftarme verbaut, ein paar Technikpins, damit das Ganze auch an Stabilität gewinnt und ja, ansonsten gibt es noch nicht allzu viel zu sehen, sieht noch recht unspektakulär aus, lässt sich aber schön bauen. Hier hat man übrigens die Befestigungen gesehen, wo die langen Flügelteile später angeklippt werden. Also, dann würde ich sagen, geht es direkt mal weiter in den nächsten Bauabschnitt rein. Und hier gibt es ja eigentlich nicht allzu viel zu sehen, außer dass wir hier das Cockpit angebaut haben. Schön mit diesen rot-transparenten Fliesen vorne. Sieht richtig schick aus und rechts und links haben wir dann die einzigsten Sticker, die dort dabei sind bei dem Set. Hier kann man die schön sehen und oben nochmal das Cockpit als transparent rote Scheibe, wo man auch schön durchschauen kann. Und da sitzt da drin der Kylo Ren, wenn man ihn denn reinsetzt. So ein paar Verzierungen an den Flügeln, die wurden noch angebracht. Aber ansonsten ist in diesem Bauabschnitt erstmal nicht allzu viel passiert. Und deswegen geht es auch direkt weiter in den nächsten Bauabschnitt. Auch der ist recht flott erledigt. Und dann seht ihr, was ich hier gemacht habe. Das hintere Teil ist dran gekommen und auch hier oben die Kuppel, die man aufmachen kann, wo man dann ins Cockpit reinkommt. Die ist bedruckt, da ist also kein Sticker drauf. Das ist auch ein schöner Druck, sieht wunderbar aus, lässt sich gut öffnen. Und jetzt sieht es also schon, ja, ziemlich nach einem recht fertigen Mittelteil aus. Und besonders schick ist hier hinten auch dieser Antriebsbereich, auch wieder mit diesen rot-transparenten Fliesen. Der ist richtig schön geraten, gefällt mir echt gut. Und jetzt fangen wir an, die Flügel zusammenzubauen. Und das sind echt lange Teile, Freunde. 42 cm sind die so in der Länge. Und in dem Bauabschnitt hat man also einen oberen und einen unteren Flügel erst einmal gebaut. Hier könnt ihr das sehen und ja, also wirklich lange Teile. Dann wird es schon recht beeindruckend und ich muss die Kamera ziemlich weit nach hinten halten, um hier noch alles drauf zu bekommen. Hier vorne haben wir noch ein paar Plaster mit angebracht. Also das wird schon von der Größe beeindruckend, wenn hier die Flügel dran sind. Hier sieht man noch den Mechanismus, wo die später geklappt werden können. Ja, sieht echt sehr, sehr schick aus. Und viel mehr ist auch schon gar nicht mehr zu machen, Freunde. Denn jetzt kommt hier noch der allerletzte Bauabschnitt. Das sind die beiden anderen Flügelteile, also nochmal einmal oben, einmal unten. Da wiederholt sich also der ganze Zusammenbau. Und hier könnt ihr sehen, die paar Teilchen, die waren über. Die könnt ihr in eure Ersatzteilkiste reinpacken und fertig ist das Teil zusammengebaut. Da steht ja der Kylo Ren Silencer oder TIE Fighter, wie Lego ihn nennt. Und er macht echt eine gute Figur. Eine der wenigen Modelle oder Raumschiffe aus den neuen Filmen, wo ich wirklich mal sage, die sehen echt schick aus. Da gibt es ja leider irgendwie viel zu wenige von. Hier seht ihr, wie man die Flügel einklappen kann. Geht sehr einfach, oben und unten. Und dann haben wir sie quasi jetzt hier in Angriffsposition stehen. Und dann nochmal kurz zu den Abmessungen. 12 cm hoch, 41 cm lang und 23 cm breit ist das schöne Modell hier. Hat die paar Funktionen, dass man eben die Flügel klappen kann. Ihr könnt hier oben das Cockpit öffnen und das zeige ich euch noch gleich. Da sind auch noch ein paar Spring-Loaded Shooter dran. Also hier könnt ihr nochmal schauen, wie das jetzt genau im Detail verbaut wurde. Von innen sieht es jetzt nicht ganz so toll aus. Innenseite der Flügel dafür, von außen umso schöner. Hier hinten die Antriebssektion, alles schön verbaut. Also insgesamt
bin ich hier echt zufrieden. Der Zusammenbau hat Spaß gemacht, ging auch relativ flott, für meinen Geschmack etwas zu flott sogar. So knapp 2 Stunden, da war das Teil fertig. Und hier könnt ihr nochmal sehen, die beiden Shooter vorne, die man dann von oben ganz leicht auslösen kann. Und dann feuern die Teile auch mal ordentlich ab. Wer also mal so ein Set hier aus den neuen Filmen zusammenbauen möchte, dem kann ich hier den TIE Fighter von Kylo Ren absolut empfehlen. Sehr schönes Modell, Zusammenbau macht Spaß, ist einfach, schön erklärt und ja, der macht auch zum Spielen nachher, denke ich, wenn das für die Kids ist, viel Spaß, denn das Teil ist sehr solide gebaut. Da wackelt und klappert nichts, man muss keine Angst haben, dass da irgendwie die Flügel abfallen. Das ist alles grundsolide verbaut und auch im Regal macht der eine echt schöne Figur. Und wenn man ihn zu einem guten Preis bekommen kann, dann ist das ein absoluter No-Brainer für alle Lego- und Star Wars-Fans. 80 Euro allerdings finde ich ein bisschen hochgegriffen, aber so 60 Euro, da geht's schon. Oder wenn ihr auf die Lego-Figuren verzichten könnt, schaut mal bei eBay nach, könnt ihr die Teile auch wesentlich billiger bekommen, wie ich zum Beispiel für 30 Euro plus Versand. Da kann man nichts zu sagen, oder? Ich werde euch auf jeden Fall mal einen Link zu Amazon hier unten in die Videobeschreibung reinpacken. Dort gibt es das Teil für 60 Euro. Wenn ihr mögt, könnt ihr ihn dort kaufen oder gerne auch sonst wo. Das wäre es gewesen, Leute. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal hier bei Me Apple Cat. Macht's gut!